glaube, von Anfang an haben wir gleich für Highlights gesorgt. Weiß nicht, Europacup-Einzug und so weiter, die Qualifikationsspiele, das war Wahnsinnsstimmung immer daheim. Und vor allem auch die Last Partie 5-4, die wird auch unvergessen bleiben. Und ja, ich weiß nicht, also da hat es viele sensationelle Spiele gegeben, glaube ich, in der Saison. Und wir stehen, glaube ich, verdient mit 75 Punkten, das darf man auch nicht vergessen, weil man es da nicht jedes Jahr. Also überragende Leistung von der Mannschaft, von der ganzen Saison und wirklich auch die Fans haben uns auch wirklich nach vorne gepusht und ja, also im Großen und Ganzen war es eigentlich eine perfekte Saison. Jede Saison hat bittere Momente, hat schwere Niederlagen, hat große Enttäuschungen. Was waren das für dich? Naja, wenn man jetzt zusammenfasst, war es eigentlich früher dann die Lastpartie daheim. Also im Großen und Ganzen, zu dem Zeitpunkt, wo wir verloren haben, war es nicht so schlimm. Natürlich war es schlimm, weil du daheim verloren hast, aber es hat sich nicht so ausgewirkt. Aber nachher natürlich, aber auch das Derby, das 2-0 da mit dem Schiri. Aber auf jeden Fall, ja, eigentlich hat es sehr wenig Momente gegeben, wo es schief gelaufen ist. Wir haben uns eigentlich immer schnell zusammengerissen, wieder ins Spiel gefunden und ja, und Gott sei Dank haben wir heute auch gewinnen können und mit den Fans feiern können. Ja, zunächst einmal ein wirkliches Danke an die Mannschaft und das Trainerteam für das einfach tolle Jahr. Ich glaube, die absoluten Highlights waren heute das Finale, weil wir gesehen haben, wie richtig es war, das Horststadion zu vergrößern, auszubauen. Heute waren wirklich 13.500 Violette da, die haben ein Fest gefeiert. Und Highlights waren natürlich auch die Europa-League-Spiele. Einerseits das große Finale gegen Donetsk hineinzukommen mit dem Soleimani-Tor und den 5 Minuten danach, werde ich lange nicht vergessen. Und natürlich solche Duelle wie gegen Bremen und auch natürlich die Entwicklung, die viele Spieler bei uns genommen haben. In jeder Saison gibt es Rückschläge, gibt es Tiefschläge, gibt es bittere Niederlagen. Was waren die schwierigen Momente im letzten Jahr? Ja, sicherlich. Schmerzhaft war einerseits das ganze Erlebnis Bilbao. Jetzt weniger wegen dem sportlichen Erlebnis, sondern das, was rundherum passiert ist. Aber ich muss auch da sagen, ein großer Respekt und Dankeschön. Ich glaube, es haben viele Leute verstanden, dass hier zu viele Grenzen überschritten wurden. Und so wie sich die Fans gerade im Frühjahr, und die waren auch ein wichtiger Mosaiksteinchen, dass wir heute überhaupt dieses Finale erleben haben dürfen, benommen haben, das war absolut positiv. Sportlich kann man immer über das eine oder andere diskutieren. Schade ist, dass die Heimserie gegen den LASK zu Ende gegangen ist. Schade war das Ausscheiden im Cup-Finale, wo wir traditionell immer sehr weit gekommen sind. Bitter war sicherlich auch die letzte Niederlage bei Rapid durch die Fehlentscheidung. Aber im Großen und Ganzen, wenn uns das einer vor der Saison gesagt hätte, hätten wir das, glaube ich, mit Handkuss genommen. Und so müssen wir das auch sehen und auf dem aufbauen. Wie wir im letzten Drittel gespielt haben, wir haben eine Serie gestartet, wir haben noch die Meisterschaft spannend gemacht. Wir waren 11 Punkte hinter Salzburg und ich glaube, das war eine sehr große Leistung der Mannschaft. Man hat, wie gesagt, angefangen mit 11 Punkten Rückstand. Jetzt ist es ein einziger läppischer Punkt am Ende. Ein bisschen Wehmut dabei oder trotzdem ein positives Resümee? Kann man sagen, ein positives Resümee, denn wir haben 75 Punkte gemacht. Es haben sich die jungen Spieler, die wir geholt haben, in die Mannschaft hineingespielt. Und klar, wenn man auf fremde Hilfe angewiesen ist, muss man damit rechnen. Aber wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Ich habe gesagt, vor den letzten 3 Spielen, wir wollen 3 Spiele gewinnen. Und nochmals ein Kompliment an die Mannschaft, denn sie hat sich sehr gut präsentiert in den letzten Spielen. Was waren in der abgelaufenen Saison die bitteren Momente, die großen Enttäuschungen? Die Enttäuschungen waren sicher das Ausscheiden gegen den LASK im Pokal. Es hätte mich sicher gefreut, wenn wir da ins Finale gekommen wären. Aber wir haben da so ein kleines Tief gehabt in dieser Phase. Aber wir sind da sehr schnell rausgekommen. Und da muss ich sagen, also da, das war sicher eine große Leistung. Und so, dass man so eine Meisterschaft so spannend machen kann, nochmal. Ich bin mit der Saison zufrieden. Wir haben sehr viele Punkte gemacht. Sehr viele Spieler haben sich in die Mannschaft hineingespielt, haben ihre Leistungen gezeigt. Die Fans sind zufrieden, weil wir in Wien die Nummer 1 sind. Also es kann nichts Schöneres sein. Beginnt für Sie jetzt noch ein Stück harte Arbeit mit Transferverhandlungen, Spielerverhandlungen und so weiter oder haben Sie ein bisschen Zeit zum Abschalten jetzt? Nein, ich werde jetzt Urlaub machen, so 14 Tage, aber es ist so, ich bin zu Hause, ich bin jederzeit erreichbar. Ich bin nur mit 2, 3 Spielern in Verhandlungen. Ich hoffe, dass wir das nächste Woche abschließen können. Also wenn, dann bin ich in einer halben Stunde in Wien und bin voll wieder im Büro. Also laufend, das ist einfach notwendig. Wer heute dabei war oder die letzten Wochen dabei war, hat gesehen, was in dieser Austria drinnen steht. Und auf was ich mich persönlich sehr, sehr freue, ist der 23. Juni, weil wir dann endgültig unsere neue tolle Akademie eröffnen und dies für die Zukunft der Austria eine ganz, ganz wichtige Säule. Die nächste Saison wird eine ganz besondere Saison. Die Austria wird 100 Jahre alt. Gib uns einen kleinen Ausblick. Was können die Fans erwarten? Die Austria wird am 15. März 2011 100 Jahre, das ist richtig. Wir planen schon seit einigen Wochen und Monaten
dieses Programm. Wir wollen ganz bewusst nach dem Motto weniger ist mehr leben. Wir wollen drei Highlights wahrscheinlich setzen. Das wird zu Beginn ein Ball sein, das wird gegen Ende eine große Überraschung noch sein des Jahres. Und als Höhepunkt natürlich, wir sind ein Fußballverein, ein tolles Spiel gegen einen tollen Gegner. Und auf das freuen wir uns schon sehr. Das war die Saison 99. Wir sind Vizemeister und wir gehen in das Jubiläumsjahr der Wiener Austria. In der nächsten Saison werden wir 100 Jahre alt. Und lasst mich zum Abschluss dieser Saison eine klare und deutliche Ansage und Botschaft in den Westen Österreichs richten. Wir sind heute!